unterwegs auf dem südchinesischen Meer. Dabei erleben wir das Beste zwischen Manila und Singapur, Thailand und Vietnam. Und auch das Schiff, das ist dieses Mal ein ganz besonderes. Es ist die MS Amadea, das ZDF-Traumschiff. Und genau für dieses Traumschiff werden auf unserer Reise sogar Dreharbeiten hier an Bord stattfinden. Ihr seht also, es sind dieses Mal nicht nur die exotischen Destinationen, die diese Reise so einzigartig machen, sondern auch all das, was hier passiert, an Bord der First Lady von Phoenix Reisen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr bei diesem Abenteuer mit dabei seid. Herzlich willkommen auf Cruise Channel. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier an Bord von MS Amadea auf unserer wunderschönen Reise von Manila nach Singapur. Xin chào, willkommen in Vietnam. Chúng mình xua, hãy xin willkommen, ifroi mi ala tourista tin na Campuchia comment. Der erste Stopp unserer Reise führt uns ins nördliche Vietnam in die Halong-Bucht. Zur Halong-Bucht zählen ca. 2000 verschiedene Inseln, welche teils mehrere hundert Meter in die Höhe ragen und insgesamt so einzigartig sind, dass sie seit 1994 zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen. Genau dieses Naturschauspiel möchten wir uns heute natürlich aus nächster Nähe betrachten. Hierfür haben wir einen Ausflug direkt über Phoenix Reisen gebucht und werden mit dem Boot und Kajak durch die Halong-Bucht fahren. Schon an unzähligen kleinen Inseln vorbeigekommen. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir einmal das Boot wechseln und uns quasi eine Nummer verkleinern. Wir sind jetzt in unser Kajak gestiegen und bevor wir gleich zu einer Höhle fahren, haben wir jetzt noch Bekanntschaft gemacht mit den Langschwanzaffen hier. Also ein Affenfelsen und gleich geht es jetzt weiter auf unserer Entdeckertour entlang der Halong-Bucht. Es war jetzt keine lange Paddeltour, ich würde so sagen 20 Minuten ungefähr, aber es hat sich trotzdem voll gelohnt, weil wunderschöne Landschaft. Dann mein persönliches Highlight waren natürlich die Affen. Und jetzt geht es aber auch schon weiter in eine Tropfsteinhöhle, weil die sind in der Halong-Bucht auch sehr bekannt, sehr ausgeprägt und da sollen wir uns eine ganz besonders schöne gleich anschauen.
Ihr seht es schon, wir sind jetzt in der Tropfsteinhöhle angekommen und auf einer ca. 30-minütigen Entdeckertour. Die Stalaktiten und Stalagmiten, die sind hier ganz besonders stark ausgeprägt. Das ist auch eine sehr, sehr große Tropfsteinhöhle und das ist einfach nur ein ganz, ganz beeindruckender Anblick. Nach dem Besuch der Tropfsteinhöhle haben wir jetzt hier noch in der Halong-Bucht geankert und es gab ein traditionell vietnamesisches Mittagessen. In der vietnamesischen Küche gibt es über 500 landestypische Speisen, also eine richtig große Auswahl. Und wir durften heute 9 dieser traditionellen Speisen probieren. Es wurde aufgetafelt, der ganze Tisch vollgestellt, jeder hat sich genommen, was er möchte. Und jetzt geht es dann aber auch wieder zurück an Bord auf unsere MS Amadea. Wir sind wieder zurück an unserer MS Amadea und der Ausflug, der war wirklich richtig toll, weil er einfach so rund war. Wir hatten auf der einen Seite die entspannte Bootsfahrt durch natürlich die landschaftlich tolle Halong-Bucht, dann die Tropfsteinhöhle, die unglaublich malerisch war, das Aktive beim Kajakfahren, mein persönliches Highlight, ich habe es ja schon gesagt, das waren die Äffchen, die wir auch noch gesehen haben und dann noch das tolle vietnamesische Essen, also wirklich großartig und das auch, obwohl ich ehrlich gesagt heute früh vom Wetter nicht ganz so begeistert war, also es sind 20 Grad und ihr seht selbst, ich switche auch immer wieder Pullover an, aus. Es ist jetzt nicht unbedingt das Traumwetter, aber tatsächlich für Nordvietnam ganz typisch. Wir haben in Vietnam ein starkes Gefälle zwischen dem Norden und dem Süden und wir kommen ja in den kommenden Tagen dann auch noch in den südlicheren Teil, wo wir dann hoffentlich, wahrscheinlich laut Wetterbericht, die 30 Grad und Sonnenschein haben werden. Aber hier im Norden ist das eben ganz normal, dass es auch mal frischer ist und dass auch die Einheimischen hier zum Beispiel bei 20 Grad in der dicken Winterjacke teilweise da sitzen, besonders wenn sie aus dem südlichen Teil des Landes kommen, weil dort eben ganz andere Temperaturen normal sind. Also auch wieder was Neues dazugelernt. Das war mir auch gar nicht so bewusst, dass wir hier doch so große Unterschiede haben. Umso mehr freue ich mich aber natürlich dann jetzt auch den Süden bald kennenzulernen. Aber jetzt geht es erstmal wieder zurück auf unsere Amadea. Schöneres als einen sonnigen Seetag mit einem entspannten Frühstück zu starten. Wir sind hierfür im Amadea-Restaurant. Das ist eins der beiden Hauptrestaurants an Bord und ich habe mich jetzt erstmal an der Omelette-Station bedient, dann überall durchprobiert. Also ich liebe hier die Früchte an Bord. Die haben einfach so eine gute Qualität. Ich meine, na klar, das passt auch zur Destination. Und ja, so kommen wir jetzt erstmal ganz in Ruhe, ganz relaxed in diesen Tag. Die
Die MS Amadea ist ein klassisches Kreuzfahrtschiff und stammt aus dem Baujahr 1991. Da wurde sie unter dem Namen Azuka in Dienst gestellt. Und ich finde ja, bei dem Namen, da hört man schon so ein bisschen, dass das vielleicht auch hier aus dem asiatischen Raum kommen könnte. Und tatsächlich war es damals ein japanisches Schiff. Und genau solche japanischen Elemente, die also an die Herkunft des Schiffes erinnern, findet man auch heute noch an Bord. Das sind so kleine Kunstinstallationen oder auch dieses große Gemälde, was man hier im Atrium hat, wo man eben sieht, aha, die Amadea war nicht immer die Amadea, sondern mal Azuka. Maximal 600 Passagiere gehen an Bord, das heißt, wir haben hier insgesamt eine etwas familiärere Atmosphäre und ich habe eingangs gesagt, es ist eine traditionelle, eine klassische Kreuzfahrt. Das sieht man hier eben auch an den Gepflogenheiten, die man an Bord wiederfindet. Statt großen Wasserrutschen begnügt man sich hier eher auf dem Golfplatz. Es gibt kein Casino, dafür aber eine Bibliothek, ein Kaminzimmer zum Spielen. So typische Kreuzfahrttraditionen, die gibt es hier auch noch, wie zum Beispiel den Kapitänsempfang mit Gala-Dinner. Das ist ja etwas, das ist gerade auf den großen Schiffen mittlerweile schon fast ausgestorben. Und genau hier gibt es das aber noch. Ich persönlich muss sagen, ich mag das sehr, sehr gerne. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber ich finde, das ist so etwas Schönes, sich hin und wieder dann doch mal in Schale zu schmeißen mit dem langen Abendkleid. Natürlich bei weitem nicht jeden Abend, aber hin und wieder dann doch, das ist etwas, das findet man an Land nur noch sehr selten, genau diese Tradition, genau diesen Service und hier an Bord ist es aber eben nach wie vor vertreten. Das terrassenförmige Heck ist etwas, das ich bei der Amadea ganz besonders schätze, denn es verleiht dem Schiff fast so eine Art Yachtcharakter, das man bei neueren Schiffen nicht mehr unbedingt findet. Hier ist der Bereich ganz oft mit höherpreisigen Kabinen zugebaut, hier aber nicht, sondern der Bereich wird ganz aktiv genutzt, wie jetzt zum Beispiel hier im Hintergrund. Da finden nämlich schon die Vorbereitungen für ein Lunch statt, ein Pasta-Lunch unter freiem Himmel mit Showcooking. Die Köche präsentieren das Ganze auch noch ganz schön und ansprechend und gerade bei diesen sommerlichen Temperaturen passt das natürlich perfekt. Und ich freue mich jetzt gleich, das Ganze auch zu probieren. Der perfekte Meerblick und dann auch noch Pasta aus dem Parmesanleib. Ein kühler Weißwein. Ich lieb's. Wer mich kennt, weiß, es könnte für mich persönlich nicht perfekter sein. Auf der wir unterwegs sind mit MS Amadea nennt sich das Beste zwischen Manila und Singapur. Und während es für uns eine 17-tägige Reise ist, ist es für manche Gäste hier an Bord eine Reise über mehrere Monate. Denn diese Reise ist ein Teilabschnitt der Weltreise. Das heißt, MS Amadea ist gerade unterwegs auf der Weltumrundung, was natürlich ohnehin etwas ganz Besonderes ist und was diese Strecke oder diese gesamte Reise natürlich auch zu etwas Besonderem macht. Denn man trifft auf Gäste, die hier wirklich mehrere Monate ihren Alltag an Bord verbringen. Und das ist natürlich auch immer ganz spannend, da die ganzen Reisegeschichten zu hören und sich davon auch so ein Stückchen anstecken zu lassen. Auf dieser Reise ist auch ein Lektor an Bord, das hat man ja bei den meisten Kreuzfahrten und der erzählt auch fast jeden Tag immer noch mal ein bisschen was zu den Destinationen, was einen erwartet. So auch natürlich hier, gerade wo wir jetzt auf dem Weg sind vom nördlichen Vietnam ins südliche Vietnam. Ich persönlich finde das auf jeden Fall ganz spannend, dass wir jetzt auch so diesen Kontrast von Nord- und Südvietnam haben. Und eigentlich wollte ich euch jetzt sagen, ja, man merkt natürlich auch, dass wir jetzt in den Süden kommen. Wir haben ja hier auch unterschiedliche Wetterbedingungen. Also gestern im Norden, da war es noch ganz trüb und regnerisch. Und jetzt sind wir auf dem Weg in den sonnigen Süden. Aber naja, ich sag mal so richtig, jetzt kommt die Sonne gerade ein bisschen raus. Aber ich glaube, ihr habt es schon gesehen, so richtig ist das mit der Sonne hier noch nicht. Deswegen trinke ich jetzt erstmal die Sonne quasi ein bisschen und versuche es damit heraufzubeschwören. Jetzt bin ich
mich gleich noch mit dem Lektor Jan Holtschus verabredet. Er ist hier an Bord, um diesen Streckenabschnitt zu begleiten, um uns Spannendes und Wissenswertes über die einzelnen Destinationen zu berichten. Und schauen wir doch mal, was er so besonders findet und was denn nun das Beste ist an unserer Strecke zwischen Manila und Singapur. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben. Sie haben uns ja heute schon eingeführt in Vietnam und uns auch erzählt, dass Sie ein bisschen eine abenteuerliche Anreise hatten. Ja. Sind Sie schon länger als Lektor auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und kennen diese Strapazen und Abenteuer, die da manchmal auf einen zukommen? Oh ja, ich mache das seit 18 Jahren jetzt insgesamt. Ja. Und für viele verschiedene Unternehmen, aber eben sehr gerne und sehr viel auch für Phoenix. Wir befinden uns hier aktuell auf einer Reise, die sich nennt Das Beste zwischen Manila und Singapur. Was ist denn jetzt das Beste? Ich finde persönlich Vietnam sehr interessant, auch die Entwicklung. Ich war vor 3 Jahren, glaube ich, das letzte Mal hier und ich sage, da hat sich doch einiges getan inzwischen. Man sieht also wirklich, das Land erholt sich von den ganzen Kriegsstrapazen und es hat zwar nach wie vor eine kommunistische Regierung, aber in der Praxis sieht das anders aus, nicht? Also die Regierung ist das eine und in der Praxis sind die Menschen und die machen eben halt ihr Leben so, wie sie es für richtig halten. Nicht? Und auch Unternehmen, die blühen inzwischen hier. Haben Sie auf dieser Route ein persönliches Highlight, auf das Sie sich ganz besonders freuen? Oh, eine Sache weiß ich nicht. Ich sehe persönlich, finde ich die Landschaften am interessantesten. Und dies ist ja eine Reise, wo wir sowohl im Norden als auch dann an der Küste bis zum Süden ziemlich viel Landschaft auch sehen. Und darum habe ich meinen Vortrag heute Morgen auch entsprechend so genannt mit der Reistafel. Mit den, mit den Reisschalen, genau. Mit den beiden Schalen. Und oben im Norden ist es sehr fruchtbar, im Süden auch. In der Mitte ist karg und ist Bergland. Und ich persönlich liebe die Natur am meisten. Also die großen Städte interessieren mich eigentlich nicht so. Gibt es zwei verschiedene Restaurants, in welchem am Abend immer ein Menü direkt am Platz serviert wird. Es gibt keine festen Tischzeiten, freie Platzwahl, also alles ganz entspannt und wir gehen jetzt erstmal zum Abendessen. Auf der Amadea besteht aus einer Mischung aus Gastkünstlern und einem festen Showensemble. Und genau dieses Showensemble sehen wir jetzt auch gleich hier in der Atlantic Show Lounge und lassen so den Abend ausklingen. Ein doch eher kleineres Schiff, wie es die MS Amadea ja nun mal ist, ist es wirklich eine richtig gute Show mit vor allem auch einem großen Showensemble gewesen. Also aufwendig gestaltet mit tollen Kostümen, wirklich auch eindrucksvollen Stimmen und Tanzdarbietungen. Ich muss sagen, hat mir richtig gut gefallen. Direkt an die Atlantic Show Lounge grenzt Harry's Bar. Heute ist es hier ein bisschen ruhiger, aber in anderen Bars, da gibt es auch noch Live-Musik. Das ist immer so ein bisschen verteilt, aber wo genau am Abend noch was los ist, das zeigen wir euch dann auch nochmal in einem der kommenden Videos.
für heute lassen wir erstmal den Abend ganz entspannt hier ausklingen. Und morgen, da sind wir dann in Nha Trang. Das heißt, wir bleiben in Vietnam, allerdings im südlichen Teil. Und ich freue mich schon richtig, hoffe, dass wir wirklich 30 Grad und Sonnenschein haben. Und wir haben auf jeden Fall auch einen Ausflug der ganz besonderen Art geplant. Ich will aber noch gar nicht zu viel verraten, denn das alles seht ihr ja jetzt gleich.